Mein herzliches Grüß Gott aus Vorarlberg, hier Günter Dünser, Forstwirtschaftsmeister, heute tätig für die Forstbetriebsgemeinschaft Jagdberg in Thüringen beim Schadholz aufarbeiten. Ja, wir sind hier wieder Sturmholzaufarbeitung, diesmal eine geworfene Fichte, liegend, Stamm drückt, das einfach so absägen wäre gefährlich. Darum gibt es hier eine spezielle Schnitttechnik, den sogenannten Zapfenschnitt. Wie das geht, schauen wir uns an. Beim Zapfenschnitt säge ich in zwei Halbkreisen rund um den Stamm ein, belasse aber in der Mitte einen Zapfen. Er muss nicht viel stärker wie 10 cm sein. Und dann gehe ich versetzt nach hinten, mindestens 20 cm, und steche so durch, damit ich den Zapfen durchtrenne. So kann der Stamm nicht abkippen, auch nicht nach hinten gehen. Mit der Seilwinde kann man ihn wegziehen und man ist sozusagen nicht mehr im Gefahrenbereich. Aber dazu möchte ich jetzt doch nochmal auf Nummer sicher gehen und hinten schauen, ob ich genug beim Zapfen geschnitten habe. So, dann probieren wir mal. Ziehen und ziehen. Jawohl, da sehen wir, wunderbar. Also, wir sehen hier, Zapfen bleibt stehen. Es hat drum ein bisschen gedauert, weil der Stamm sich gedreht hat und nicht gerade weggegangen ist. Also eine wunderbare Sache, hier wäre es nicht viel passiert, aber wenn das natürlich im steilen Gelände wäre. Also eine sichere Methode zur Windwurfaufarbeitung.